Hallo, meine Freunde, und damit herzlich willkommen hier wieder zurück zum Autobahn Polizei Simulator. Wir sind immer noch auf dem Weg, wir müssen zwei Verfolgungsjagden machen, eine Bestrafung für einen verbotenen Gegenstand und zwei Fahrzeuge durchsuchen. Sollte in dem Sinne jetzt nicht das Problem sein, man hofft zumindest, meine sexy Kollegin ist auch schon am Start und wir gehen in den Innenbereich mit dieser tollen neuen Animation. Ja, und fahren einfach mal wieder raus auf die Autobahn. Und verursachen erstmal 5% Chaos. So gehört sich das nämlich. So. Zentrale an Adler Moor 01. Eile ist geboten. Ja, eigentlich eher weniger, denn wir sollen hier dementsprechend nur Fahrzeuge durchsuchen. So. Dann nutzen wir auch gleich mal den hier vorne. Ich denke mal, das Schwierige an der ganzen Geschichte wird hier wieder sein, den verbotenen Gegenstand zu finden. Seien es jetzt Drogen oder sonstigen Kram. So, dann haben wir auch schon die erste Fluchtsequenz, wer hätte es gedacht. Jetzt dürfen wir diesmal noch irgendwie keine Fehler bauen, nicht, dass wir jetzt wieder über die Leitplanke hier fliegen. Und da bremst er den Lümmel aus, das gibt's gar nicht. So. Aber raus mit dir, du Schwachmat. Da wollte er noch rückwärts stoßen. Entschuldigung, Sie Schwachmatin. Oh, da hätten wir sie schon im Gewahrsam. Ich bin eigentlich nicht auf Wache, sondern ich bin eigentlich... habe eigentlich den Einsatz angenommen. Problematisch ist jetzt gerade hier wieder, dass wir nicht raus... doch, wir kommen rein... wir kommen rein theoretisch raus. Wir müssen bloß hier vorne dann zweimal wenden. Zentrale an Capella zum 02. Ich gehe da mal in die Innenansicht, vielleicht sieht man da irgendwie mehr. Ja, weg damit, braucht keiner die Anzeige. Zentrale an Norbert Moor 02. So, dann einmal nämlich auf die Autobahn drauf und dann hinten wieder runter und dann sind wir nämlich schon wieder auf der Gegenfahrbahn. Ja, schön mit der Ruhe. Rabatt 2%. So. Dann geht es wieder rückwärts und dann wieder lenken und wieder lenken und wieder lenken. Aber im Endeffekt kommen wir da raus, wo wir rauskommen wollen. Norbert Moore 1, Anzentral, melden Sie sich. Und so geht es natürlich auch. So geht's natürlich auch. So, da haben wir schon ein Fahrzeug durchsucht und zwei Verfolgungsjagden. Gut, die Verfolgungsjagd wird erst dann abgeschlossen sein, wenn wir den Kollegen eingebuchtet haben. Sollte, wie gesagt, also bis auf die Beschlagnahmung des verbotenen Gegenstandes, denke ich mal, kommen wir in dieser Schicht ganz gut voran. Beim Gegenstand glaube ich wieder, dass wir keinen finden werden. Weil, ist halt so. Aber wir können uns ja auch noch positiv überraschen. Ja. Das ist ja wieder. Da ist aber der Krieger. Capella Sum 2. An Zentral. Komme zur Wache. Oh, dann würde ich einmal hier vorne gerne rechts rausfahren. Raus hier, dann wieder rum, dann wieder rüber. Wir könnten jetzt auch eine Abkürzung nehmen. Zack. Die würde uns allerdings mehr Zeit kosten, als wir mal halt selber entfahren. Das ist halt auch das Problem. Und hier sollten wir schon alles ausnutzen an Zeit. Gerade um diesen verbotenen Gegenstand zu finden. Obwohl es im Endeffekt eigentlich noch mehr nervig ist, wie sinnvoll. Zentrale an Capella Sumpf 01. Fahren Sie zur Zentrale. Aber gut, was wollen wir machen? Was wollen wir machen? Ich finde auch gerade, dass also die Innenansicht ist halt auch nicht irgendwie so schön, dadurch, dass diese ganzen Funktionen da mit drin sind und im Gewahrsam und den ganzen anderen Schrot. Da nimmt das ja viel weg. Man könnte ja selbst von den Spiegel jetzt hier her
Man sieht ja kaum was davon. Hier rein. So. Dann kommen Sie mal mit, junge Dame, mit Ihren schönen Jesuslatschen. So schön. Dann geht's wieder rauf auf die Autobahn. Zentrale am Cabella Sumpf 01. Melden Sie sich. Was es halt schon um einiges besser funktioniert, ist halt das Wenden durch diese etwas angepasste Steuerung. Ich kann nicht so ganz sagen, ist das jetzt besser, ist das jetzt schlechter. Es wirkt halt direkter und nicht so indirekt. Wie lange braucht denn der? Na gut, mit einer LKW wird jetzt keiner abhauen, gehe ich mal davon aus. 01. Eile ist geboten. Es wurde ein Fahrzeug am Straßenrand gemeldet, auf der A8. Gucken wir mal, was der so hat. Der hat ein rotes Zeichen über sich, den winken wir halt einfach mal raus. Und dann haben wir schon den nächsten Verfolgungsjagd. Das kann doch nicht sein! Das hat aber schnell funktioniert. Und raus mit ihr, schon wieder eine Frau. Das gibt's doch gar nicht. Die sind aber heute auch verbrecherisch unterwegs. Oh, sehr schön, das war das Wiederverfolgungsjagd. Ja, die sind nun immer alles andere als spannend. Obwohl, man muss ja zugeben, wir hatten ja jetzt in unserer Let's Play-Reihe auch schon öfters mal. Norbert Mohr 2, an Zentral, melden Sie sich. Auch schon öfters mal Situationen gehabt, die doch ganz lustig waren, ohne Frage. Gerade jetzt die eine Verfolgungsjagd, die damals bei der Baustelle, wo er einfach gegen das Baustellenschild geknallt ist. Die war recht interessant, oder auch die andere, wo wir einfach mal auf die andere Straßenseite geflogen sind. Das hat schon Unterhaltungsfaktor, das muss man lassen. Oh, dann einmal freundlich wenden. Und wieder geht's zurück. Hätten wir eine Verfolgungsjagd, nur die Durchsuchung der Autos ja schon mal geschlossen. Jetzt kommt es halt nur noch drauf an, den Gegenstand zu finden. Und wie gesagt, das gedenke ich, es wäre ja mal schön, wenn man so eine Schicht so um 15 Minuten schaffen würde. Das wäre ja mal cool. Aber ich glaube, da sind wir noch weiter von entfernt. Ich meine, gut, wir haben mittlerweile schon wieder 13.000 XP. Cabella Sumpf 2, an Zentral, komme zur Wand. Als würde man dieses blaue Licht nicht sehen. Ja gut, mit dem wäre jetzt vielleicht weniger als wie mit der normalen Polizeifahrzeug, aber egal. Ach ja. Es gibt ja ein Achievement, es gibt im Übrigen viele Achievements. Nur einige funktionieren von denen nicht. Zum Beispiel legen sie 100 Kilometer mit dem Auto zurück. Habe ich bis jetzt 0 von 100. Verstehe ich nicht so ganz. Ich weiß nicht, was ich bis jetzt gefahren bin, Meilen oder so. Aber ja, einige Achievements gehen nicht. Und es gibt halt ein Achievement, schließen die 50 Schichten ab. Und da war ich gerade mal so bei der Hälfte oder so. Deswegen wundert mich das, weil es muss ja auch dementsprechend irgendwo. Muss ja auch irgendwo ein Ende geben. Meiner Meinung nach. Also das ist ja eine Kampagne. Obwohl ich da jetzt weniger glaube, dass da. Sehr gut. Obwohl ich da jetzt weniger glaube, dass dann am Ende irgendwie so ein Outro kommt mit Mitwirkenden oder so, das glaube ich weniger. Weil eine Story wird ja in dem Sinne hier nicht erzählt, aber wenigstens irgendwie so das so Congratulations, bla 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 halt, ne? Aber es passiert halt auch größtenteils hier nichts Neues. Das ist ein nächstes Problem. Ich weiß nicht, wenn wir das letzte Mal Unfälle bearbeiten mussten, das ist so schon ewig, ja. Also ein Auftrag, den ich mal freiwillig angenommen habe. Und das mal mit dem LKW, das war mal neu, der da liegen geblieben ist, aber war ja auch nichts Besonderes. Fahren Sie zur Wache Moor.
quatschen, also aussteigen, quatschen, tschüss. Das war ja die ganze Geschichte. Aussteigen, quatschen, auf Wiedersehen. Cabella Sumpf 2 an Zentral. Melden Sie sich. So. Da kommen Sie mal mit. Ah ne, Sie sind doch ein Herr. Es tut mir leid, Sie sahen aus wie eine Frau. Na, warten wir. So, jetzt brauchen wir nur noch einen verbotenen Gegenstand. Norbert Moore 1 an Zentrale, melden Sie sich. Oh, nochmal hier 4.1 sagen für den originalen Funkstatus. So, dann bemustern wir mal das Fahrzeug. Ja, ist verdächtig. Winkt mal halt einfach mal raus. Zentrale an Norbert Moore 02. Fahren Sie zur Waffe Wald. Na komm, halt dann. Halt! Das ist nicht so weit nach hinten. Obwohl, passt das jetzt so, weil ich muss auch an den Kofferraum noch ankommen. So, wie gesagt, die Dialoge, es wäre aber schön, wenn wir irgendwie die Dialoge halt so abkürzen können. Ich meine, wir können zwar nach oben und unten und alles und hin und her und ritra tralala. Ja, das glaube ich Ihnen jetzt mal, aber ich glaube es Ihnen nicht. Ich würde gerne nämlich den Verbandskasten sehen. So, und dann kontrollieren wir nämlich einfach mal das Auto. Es geht nämlich viel schneller. Da ist schon mal der TÜV abgelaufen, herzlichen Glückwunsch. Ein riesen Kofferraum, dann sind da ein paar Dosen drin und ein Warndreieck. Sehr schön. Gut, dann können sie im Endeffekt auch wieder gehen, da interessieren mich auch nicht die Dokumente oder irgendwas ähnliches. Aber der TÜV ist abgelaufen. Und es ist kein Verbandskasten dabei, 15 Augen, weil der war ja abgelaufen. So, da bin ich nicht mehr aufgefallen. So, dann öffne BD. Zentrale an Adler Moor 01. Behinderung des Verkehrs durch einen Unfall mit Sachschaden auf der A28 in Richtung A32. Sichern Sie die Unfallstelle ab und geben Sie nach getaner Arbeit die Fahrspur frei. Guck mal, was da hier vorne so im Schilde führt. Hat auf jeden Fall einen Haufen Müllsäcke hinten drin. Oh ne, Abbruch. Muss ja hier wieder, oder? Ja, die ganze Zeit auf dem Sehnenstreifen. Und dann nochmal einfach mal den hier. Der telefoniert. Ist im Endeffekt jetzt auch nicht so. Norbert Moore, das Verbrechen. Einsatz beendet. Aber kann ja vielleicht auch irgendwas hinten drin haben, aber ist es ja nicht. Wir suchen ja eigentlich nur nach verbotenen Gegenstand. Und das ist in dem Fall Drogen oder eben Elektroschocker oder so installiert war das. Ja, so kann man es natürlich auch machen. Aber wenigstens hält er dann sofort an. Ja, sie haben ein Delikt begangen, bla bla bla. Wenn ich das mal zur Auswahl. Scheiße, jetzt habe ich noch einen Defekt gemeldet. Tja. Mich interessiert eigentlich noch das Warndreieck. Und die Frage nach einem verbotenen Gegenstand. Dass wir dann das Fahrzeug kontrollieren können. Er hat hinten Bierkästen, Koffer und sonst irgend so ein Schmutz drin. Das war gerade richtig knapp mal wieder. Schauen wir mal, ein Bierkasten. An denen ist momentan noch nichts dran, dass die Flaschen nicht halt. Da war doch gerade irgendwas, oder? Hm? Ne, gut. Dann halt nicht einen Ordner. Noch einen Ordner. Der leer ist.
Und darunter noch ein Ordner. Dann der Erste-Hilfe-Kasten, der in Ordnung ist. Und noch ein Koffer. Gut, kann weiterfahren. Ne, beziehungsweise Bußgeld gibt es ja trotzdem wegen Telefonieren am Steuer. Kann ich nicht aussprechen, alles klar, dann drücken wir halt ein Auge zu, ist in Ordnung. Wenn man es macht, macht man es verkehrt. Einsteigen bitte. Zentrale an Adler Moor 01. Achtung, es wurde ein Fahrzeug am Straßenrand gemeldet. Auf der A32 in Richtung A28. Richtig. Gewährleisten Sie, dass der Verkehr nicht beeinflusst wird? Nö, später. Meine Freunde, wir sind erstmal wieder fertig für den Part. Deswegen danke ich euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video, wenn ihr mögt. Däumchen da lassen nicht vergessen. Und bis dann, Autorennen. Tschüss.